Müsste okay sein. Wechsel zu Zack. Gehe zur Treppe. Mist. Wechsel zu Annie. Wir sind hierher gekommen, um sie abzuholen, verdammt. Also du gehst jetzt dahin. Du kommst mit. Oh Gott, muss ich jetzt... Ich muss jetzt mit ihr den Dungeon da drüben machen. Weil sie als Einzige die Dinger lesen kann. Das heißt, okay, wir laufen da jetzt hin. Wechsel zu Zack. Wir laufen jetzt nicht mit zwei Charakteren durch die halbe Wüste und durch einen halben Dungeon, was weiß ich. Zack drückt jetzt ihr ein Feuerzeug in die Hand. Ja, es ist dunkel. Das Spiel ist so abgefahren, was man sich merken muss, wer was wo haben muss und wie was wohin kommt und was weiß ich. Gib das viel zu schnell heiß werdende Feuerzeug zu Annie. Und wir hoffen jetzt, dass sie nichts, absolut nichts braucht. Geh da lang. Geh du und dein High Heels durch die Wüste. Muss eine sehr schöne Erfahrung sein. Und geh zum hinteren Bein, war das, glaube ich. Da, geh zu Bein. Da, wo das Loch drin ist, genau. Und dann kannst du hoffentlich altägyptisch lesen. Was sie höchstwahrscheinlich kann, weil sie ein Nerd ist. Lies, das kann jeder Nerd. Gehört sich so. Lies Schild. Vorsicht, der du eintrittst. Der Wächter des Wings hat einen leichten Schlaf. Okay. Boot. Sonne mit Männchen. Wand. Okay, ich drehe meinen Zettel um. Eingang. Boot. Wie nennen wir das hier? Sonnenanbeter. Gibt es ein kürzeres Wort für Sonnenanbeter? Tanner? Muss ich mit Alf denken. Nein. Sonnenanbeter, okay. Sonnenanbeter. Wir gehen in den Sonnenanbeterraum. Und es ist nicht dunkel. Das ist schon mal sehr schön. Sehr, sehr schön. Also Sonnenanbeterraum können wir da raus. Dann haben wir wieder einen Sonnenanbeterraum. Ich schreibe mir noch Sonne. Und ein Ausgang. Gehen wir einen Ausgang. Hä? Boot. Okay, ist ein anderer Raum. Also Ausgang bin ich raus. Komm beim Eingang rein. Hab dann wieder die Sonnenanbeterjungs. Am Boot. Und ich habe Walk like an Egyptian. Walk like. So. Das Boot ist ein wiederkehrendes Muster. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man sich einfach nur ein Symbol merken muss und dann immer zu dem Symbol hingehen. Was wir bisher nicht gemacht haben. Oder immer zu dem Symbol, das neu ist. Ich gehe mal zu den drei Jungs hier. Okay, ich bin bei einem Boot rausgekommen. Boot. Ich habe links von mir Sonne. Eine Wand. Hab die drei Jungs. Und Ausgang. Ich gehe zum Ausgang. Ich komme raus bei einer Sonne, hab die drei Jungs und ich ändere mal Walk-like zu drei Jungs um. Wo wäre es jetzt mal, verwirre ich mich selbst auf dem Schmierzettel. Walk-like, dann habe ich rechts einen Ausgang und ich habe keinen Platz mehr auf meinem Mini-Schmierzettel. Bam, zu. Kann man noch nichts anklicken? Nee, okay. Ausgang. Sonne und dann ein Ausgang. Warte mal, könnten wir hier schon mal gewesen sein? Ja, können wir. Wir kamen gerade Sonne raus, ne? Ich glaube schon. Zwangsweise. Das heißt, wenn wir jetzt in die Sonne reingehen, müssten wir bei einem Ausgang rechts rauskommen? Jo, okay. Das ist Raum Nummer 2. Also der zweite Raum, in dem wir waren. Das heißt, da waren wir schon.
Das ist jetzt Raum 2. Ja, okay. Also ich gehe von Raum 2 in den Ausgang, dann kommen wir in Raum 3. In Raum 3 sind wir vorher in Walk Like an Egyptian zu den drei Jungs reingegangen. Das will ich jetzt nicht. Moment mal. Boot, sondern Peter. Nee. Boah, ich glaube, ich habe mich verzeichnet. Mist. Ich gehe wild in der Gegend rum. So, Sonnenanbeter rechts. Nix. Okay, ich gehe da raus, dann müssen wir im allerersten Raum theoretisch ankommen. Bei den Sonnenanbetern. Da ist eine Wand. Und da müsste links nur noch ein... Da kommt gleich ein Boot. Und dann kommt ein Ausgang links, das ist ein Eingang. Mit dem Warnschild. Okay. Also ich gehe jetzt mal ins Boot rein. Und diese fehlerhafte Zeichnung ignoriere ich einfach mal. Nee, das sollte ich nicht ignorieren. Okay. Ich gehe in den Sonnenanbeter rein, komme dann hier raus, in den Raum 2. Wenn wir da reingehen würden, kommen wir in Raum 5. Gehe jetzt hier rein und komme in den falsch gezeichneten Raum. Genau, da ist nämlich Boot. Und dann Walk-like. Da habe ich aus Versehen eine Sonne vorgeschrieben. So, Walk-like, wir sind jetzt in Raum 3. Wenn wir Walk-like reingehen würden, kommen wir in Raum 4. Ich gehe ins Boot. Und gucke. Ich bin bei den drei Jungs und es gibt rechts einen Ausgang. Okay, wenn jetzt neben uns ein Boot ist und dann eine Sonne und dann eine Wand, dann sind wir in Raum 4. Boot, Sonne, Wand. Ja, wir sind in Raum 4. Und wir sind rausgekommen bei den drei Jungs. Okay, das heißt, Raum 3 ist da verbunden mit dem. Wollen wir nicht. Es fehlt im allerersten Raum noch die allererste Tür. Das wäre peinlich. Ich gehe jetzt in den Sonnenraum. In Raum 4. Also Sonnentür in Raum 4. Boot rechts haben wir noch gar nicht, okay. So, das ist Raum. Ach, das hier ist der Hauptausgang. So. Also wir haben ein Exit, da kam ich eben gerade rein. Dann haben wir ein Boot. Boot. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das hier gerade mache. Fehlte auf dem Mars irgendwas. Uns fehlt ein Kristall. Okay. Also wir haben jetzt Boot und Sonne. Ich gehe mal in die Sonne. Sonne. Ein langer Raum. Langer, langer Raum. Ha. Kein Papier mehr. Also das scheint schon mal richtig gewesen zu sein. Sonne ist richtig. Dann habe ich jetzt hier einen Ausgang rechts. Ich habe die drei Jungs. Und ich habe die Sonne. Ich gehe zur Sonne. Guck mal in den Raum kurz. Nur ganz kurz. Okay, wenn ich in Walk-like reingehe, komme ich bei einem Eingang raus, einem Boot. Hatten wir schon irgendwo? Nö. Eingang, Boot. Es gibt viel zu viele Labyrinthe in diesem Spiel. Oh. Das ist jetzt einfach. Warte mal. Sind wir beim Boot rausgekommen? Walk-like. Boot. Das hier ist das Einzige, wo es weitergeht. Oh, Jungs! Da kamen wir her.
Das richtig. Also die Sonne fehlt jetzt noch. Da waren wir eben gerade ja schon. So, zeige ich noch einen Raum. Sonne nach da, da kommen die Walk-Jungs. Warum müsst ihr das so schwer machen? Sehr lang. Haha. Und was steht da? Lies. Hieroglyphen. Erst drücke den rechten Knopf. Rechts, Mitte, links. Was ist das jetzt hier? Pff, egal. Rechts, Mitte, links. Bam. Es ist eine Karte der Marspyramide. Oh, das sollte ich auf Zecks Karte malen. Wie jetzt? Also da ist noch eine Zeichnung, die wir brauchen für die fürs Mars-Gesicht. Die seltsame Zeichnung. Strich. Mundharmonika, Strich. Gut. Das Zeichen für männlich. Lies Gesicht. Nichts zu lesen. Drück Gesicht. Warum gibt es dich als auswählbaren Option? Das Ding. Was sind das denn für Sachen? Büro geht dahin. Lies Pyramide. Es sieht aus, als sei ein besonderes Objekt in der Marspyramide. Ja, das wird das Objekt sein, was wir gerade zusammenbauen. Okay, also du musst jetzt zurück durch meine komische Zeichnung. Du gehst jetzt da wieder hin. Das war der lange Raum. Da kamen wir her. Jetzt bin ich bei Sonne Walk. Da müssten wir raus. Kommen wir bei meiner markierten richtig an. Wo habe ich das gemacht? Da. Langer Gang, langer Gang, langer Gang. Wir müssten gleich bei einer Sonnentür rauskommen. Wenn wir das tun, weiß ich, wo ich bin. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Sonnentür, sehr gut. Exit? Ja, ich glaube Exit. Exit ist rechts. Muss jetzt bei der Sonnentür rauskommen? Genau. Dann gehe ich, egal wohin, weil ich komme im selben Raum raus. Dann gehe ich links durch den Eingang. Dann gehe ich nochmal links durch den Eingang. Und dann müsste ich draußen sein. Also, jetzt einmal links durch den Eingang und dann in dem Raum, wo ich dann rauskomme, müsste links das Schild sein und ich bin fertig. In dieser Hölle. Ja. Okay. Wie soll man das Spiel schaffen als Jugendlicher? Also als Präpubertärer. Wie es damals war. Das ist doch gemein. Man sich richtig hinsetzen und Notizen kritzeln. Also es macht auch Spaß, klar, aber geht da rein. So, hallo Zack. Muss ich jetzt auf deine Karte was zeichnen? Denke nicht. Na gut, gib Bussi. Abspeichern. Spiel speichern. B. Leider spielen. Zack. Zieht nicht den Sauerstofftank an, weil da, wo er jetzt gleich rauskommt, müsste eigentlich Sauerstoff sein. Benutze gelber Kristall. Moment mal, das ist gar nicht Mars. Wie komme ich zum Mars? Nee, so will ich das nicht. Gib Tapetenkarte zu Annie. Ich hoffe, das klappt so. Gib gelber Buntstift zu Annie. So. Und Annie wird jetzt
benutze Tapetenkarte mit gelber Buntstift. Ich habe die Karte vom Mars gemalt. Boah, warum hätte sie nicht einfach ihm den Stift wegnehmen können, kurz das einkritzen und dann wäre gut gewesen. Egal, gib gelber Buntstift zu Zack. Gib Tapetenkarte zu Zack. Wechsel zu Zack. So. Also, jetzt werden wir den Game-Kristall benutzen. Wir haben dann hoffentlich eine neue Option für den Mars. Dann springen wir auf den Mars. Denn genau. Da laufen wir mit dem Haarnadelschild auf die andere Seite vom Mars. Öffnen da diese Rotpyramide, kriegen da einen Kristall. Und dann sind wir super toll. Also ja, bis gleich.